Philipp Schrangl von der FPÖ ist am Wort. Damen und Herren im Hohen Haus und zu Hause vor den Bildschirmen. Es ist ja schön, dass uns die Europäische Union wieder einmal etwas von unserer Souveränität zurückgibt und dass wir selbst bestimmen dürfen. Ich denke, es ist österreichischer Konsens, dass wir keine gentechnisch veränderten Lebensmittel, kein gentechnisch verändertes Saatgut, allgemein keine gentechnisch veränderten Organismen wollen. Auch der Großteil der Bevölkerung lehnt dies ab. So, und jetzt gehen wir einmal davon aus, dass Österreich diese Möglichkeit beim Schopf packt und den Anbau verbieten wird. Und hier hake ich ein. Dieses Verbot muss derart ausgestaltet sein, dass nicht nachher ein amerikanischer Großkonzern daherkommen kann und aufgrund des Anbauverbotes in Österreich behauptet, er wäre geschädigt und dann vielleicht von der Republik Schadenersatz einklagen möchte. Am besten vielleicht noch mit einem privaten Schiedsgericht à la TTIP, denn wir wissen ja, oder niemand weiß eigentlich in der Öffentlichkeit, was davon noch so alles umfasst sein könnte von diesen privaten Schiedsgerichten bei TTIP. Ja, eben, gibt's ja eine Studie, genau. Sie werden es dann sagen, sehr gut. Wir müssen daher ganz genau prüfen bei diesem Gesetz, dass das uns nicht so ausgelegt werden kann, damit es dann nachher nicht zu einem Haftungsfall für die Republik wird. Im Zusammenhang mit TTIP habe ich schon einmal gesagt, dass wir unsere guten österreichischen Lebensmittelstandards nicht aufweichen sollen durch andere Verpflichtungen, sondern sie in die Welt hinaustragen sollte. Und deswegen, und meine Vorrednerin hat schon gesagt, unser aller Ziel sollte sein, und ich glaube, es ist auch unser aller Ziel, dass nicht nur in Österreich der Anbau von GVO verboten wird, sondern in der gesamten Europäischen Union. Und daher bringen die Abgeordneten Schrangl, Dr. Belakovic, Jenewein den folgenden Entschließungsantrag ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefordert, sich auf der europäischen Ebene klar für ein generelles Anbauverbot von genetisch veränderten Organismen in allen Mitgliedsländern der Europäischen Union einzubringen. Danke. Ich hoffe auf Ihre Unterstützung. Durch die Richtlinie erhalte Österreich etwas mehr Selbstbestimmung, betont Philipp Schrangl von der FPÖ. Ziel sollte sein, dass der Gentechnikanbau in der gesamten EU verboten werde.